Ja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Video hier zu ESO Content Kanal Content Update Video. Die Videoreihe, die mittlerweile. Wow, holy snap, das tut mir leid, das war eine Flasche. Die Kanalreihe, die mittlerweile ihr eigenes Meme gefunden ist auf dem Kanal. Von Zeit zu Zeit gibt es die legendären Content Videos und ich dachte mir, ich mach mal eins, da wir doch wieder in einer, ja, recht gediegenen Situation sind. Denn Videos, wie man gemerkt hat, werden etwas weniger. Warum ist das so? Warum sind die Abstände von Videos einfach länger geworden? Ich bin sehr transparent in meinem Tun, in meinem Dasein. Dementsprechend wollte ich euch hier mal kurz kundtun, warum das Ganze so ist und vor allen Dingen, was so meine Pläne sind für die Zukunft, was eure Interessen sind. Würde mich vor allen Dingen sehr interessieren. Dementsprechend stay tuned in diesem Video. Schaltet nicht gleich ab, denn eure Meinung würde mich sehr interessieren. Eure Ideen, eure Wünsche. Und ja, vorab erstmal, warum ist es jetzt so, dass ich nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wie es back in the day war, absolut Updates hochladen kann, Builds, Videos, Videos allgemein. Das hat ein paar Gründe. Grund Nummer eins, zu Beginn des Updates, speziell jetzt, ja, mehr oder weniger bis vor 2 Wochen, war bei mir ESO so in einem miserablen Zustand von Server, Ping und Verbindungsproblemen, dass ich, ja, sehr viel nicht mehr spielen konnte, wie ich es spielen wollte. Dementsprechend ist meine Lust auf das Spiel auch definitiv gediegener geworden. Das heißt, ich habe konkret tatsächlich gesagt, okay, ich spiele jetzt mal andere Spiele. Ich habe jetzt gerade einfach nicht so viel Lust, mit solchen Problemen mich zu beherbergen. Speziell im PvP war das eigentlich das Hauptproblem. PvP ist bei mir mindestens 50% von dem, was ich in ESO spiele. Und wenn 50% einfach mal wegfallen, weil ich konkret Skills caste, die ich dann, ja, keine Bonis bekommen und dann sterbe. Das frustriert, da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Dementsprechend war da meine Laune, wirklich konkret Content zu produzieren, relativ wenig. Des Weiteren war es einfach bei mir auch an so einem Punkt, okay, ja, ich habe jetzt konkret alle Builds geupdatet, die ich habe. Das heißt, mehr oder weniger alle Ausdauer- und Magier-Version der DDs plus sogar den Templar-Heiler. Das heißt, im Endeffekt, ja, war ich soweit mit den PvE Damage Healer Updates durch von den Builds, die ich habe. Ja. Und ich habe mir gedacht, oh gut, was soll ich jetzt machen? Ich habe ein bisschen überlegt. Des Weiteren hatte ich einfach konkret nicht sonderlich viel Zeit. Das heißt, RL, das Real Life, kam durchaus dazwischen in manchen Situationen. Und was obendrauf noch kam, ich hatte Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm, ich hatte Probleme mit meinem Mikrofon und zum Beispiel heute ist meine Tastatur gebrochen. Nein, nicht gebrochen, aber ich habe Kaffee drauf geschüttet, also sie ist kaputt. Dementsprechend musste ich mich da auch drum kümmern, was natürlich sucky ist. Dementsprechend, ja, gab es das eine oder andere, warum es etwas weniger Content gibt und gab. Allerdings hatte ich damit auch Zeit, konkret mir Ideen und Gedanken zu machen, was ich denn machen möchte, was ich vorhabe und auch was ich euch erfragen möchte. Was euch auf jeden Fall merke, ist, dass das Sommerloch zuschlägt. Das heißt, die Views und Abonnenten und alles wird einfach ein bisschen weniger. Wir haben einen Einbruch von, ich glaube, 19% in allem. Was natürlich nicht cool ist, aber für den Sommer, glaube ich, einfach mehr als normal. Leute fahren weg, Leute haben Spaß im RL und das ist gut so. Dementsprechend, ich verdiene, ja, so gut wie, was heißt so gut wie, ich verdiene gar nichts mit dem Kanal. Also von dem her, ob da jetzt positiv, negativ, ist eigentlich egal, aber es ist immer cool, natürlich die grünen Ziffern zu sehen, aber das ist einfach nur eine kleine Side-Rand-Notiz, wie viel Prozent im Gefühl das da noch mit Anklang oder mit Zusatz hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das alles so ein bisschen so ein Mixmaß, der mich dann etwas unmotiviert dastehen hat lassen. Allerdings muss ich zum einen sagen, die Serverqualität, was den PvP angeht, ist für mich deutlich besser geworden in den letzten 2 Wochen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich konkret wieder richtig Bock, ich habe ein richtig geiles Bild, es macht wieder wirklich Spaß zu spielen. Ich logge mich wieder regelmäßig nicht so ein und ich habe Bock. Was oben drauf kommt, ist die Stormfall, das Update, mega mäßig geil. Endlich werden alte Sets verändert. Wir haben wieder neue Möglichkeiten, neue Builds zu erstellen, was ich richtig, richtig, richtig geil finde. Das heißt, mehr Inspiration, mehr Möglichkeiten, so wie es Zenimax eigentlich auch verspricht. Wiederum, das bedeutet PvE, PvP, ja, konkret Neuheiten oder alte Neuheiten, was ich geil finde. Das hat mich persönlich sehr, sehr motiviert und mir sehr, sehr viel Spaß, ja, bereiten lassen, Vorfreude aufkommen lassen.
in Bezug auf ja, konkreten neuen Content. Was ich mir zum einen gedacht habe, ist tatsächlich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt, wie man mittlerweile gesehen hat, bei der Update neuen Playlist, die ich hier reingefügt habe, habe ich mehr oder weniger alle Builds, die geupdatet sind, fast alle Klassen und Variationen im Ausdauer- und Markerbereich für DDs habe ich entwickelt. Es sind Builds, die ja, 65, 70, 75k schaffen können. Mein Ping ist immer Sucky, das heißt, ja, die Leute können damit 80 plus K raushauen, was ich zum Beispiel nicht kann, was natürlich für die Qualität der Builds auf jeden Fall steht, was ich geil finde, was mich freut, was ich sehr, sehr gut finde. Allerdings gibt es da Klassen und auch Variationen, die ich auf jeden Fall noch nicht angefasst habe. Beispielsweise Magicka Warden, da habe ich nur ein Solo-Build, da habe ich noch keinen richtigen Damage-Dealer-Build. Ich würde mich gerne daran wagen, es ist auch eine Hinterfragung von vielen, die das gerne haben wollen würden. Problem ist dabei, ich bin recht unbewandt, was den Damage-Dealer an dieser Klasse angeht, an dieser Klassen-Variation. Das heißt, ich benötige Zeit und wenn ich halt nicht die Resultate bekomme, die ich halt haben möchte für diese Playlist, wird dementsprechend halt auch kein Video kommen. Das heißt, ich muss da wirklich gucken, speziell bei den ja, Variationen, die ich noch nicht auf dem Kanal bearbeitet habe, die wohlgemerkt nicht sonderlich viel sind, wie konkret ich da wirklich was verändern werde. Was ich auch für mich vorgenommen habe, wenn ihr Interesse daran habt, ist konkret zu sagen, okay, ich werde die Tank-Builds mal wieder updaten. Sind jetzt ein bisschen älter, ein gutes Jahr alt, funktionieren genauso gut nach wie vor. Allerdings würde ich sie gerne besser erklären, vor allen Dingen besser performieren und ja, einfach mit dem aktuellen Wissensstand wirklich füttern. Das heißt, sowohl der DK-Tank, der definitiv der Main-Tank ist, wie auch der Warden, der Templar-Tank, würden Updates bekommen. Ob ich ein Nachtling und auch ein Necro-Tank-Build machen wollen würde, hängt von euch ab, da das wirklich zwei Klassen sind, ja, wo ich noch gar nichts probiert habe. Das heißt, es wären Theorie-Builds, die auf meine Erfahrung entstehen. Müsstet ihr dann testen, ob es gut ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt, aber das wäre halt ganz klar eurer Entscheidung gesagt, hey, go for it, zeig uns oder nee, lieber nicht. Das obliegt ganz eurer persönlichen Präferenzwahl. Wie gesagt, all meine Builds sind sowieso präferenziert für Vierer-Con, das heißt Dungeons, Maelstrom-Arena, na gut, dafür gibt es halt sein eigenes Bild, aber ich meinte eigentlich die Drachenstern-Arena oder Black Rose Prison, das heißt wirklich Vierer-Con ist bei meinen Builds hauptsächlich angesagt. Manche Builds sind so stark, dass man sie auch in Raids benutzen kann, allerdings ist das halt nicht der Fixpunkt. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was auch gerne viele Leute bei mir vergessen. Ansonsten, was ich mir gedacht hatte, war wirklich zu sagen, okay, ich würde gerne die Set-Review-Reihe wieder zu neuem Leben erwecken. Das heißt, ich gucke Sets an, egal ob Craft, Overland, Dungeons, Raid-Sets, was auch immer. Schaue ich sie an, erkläre sie, zeige optische Effekte, zeige, ob sie gut sind für PvP, PvE und review die ein bisschen. Ich hatte früher es immer so gemacht, dass ich ein Set genommen habe. Meine Idee ist jetzt mittlerweile, dass ich sage, okay, ich würde die Serie komplett rebooten. Das heißt, auch die Sets, die ich schon besprochen hatte, würde ich dann neu mit reinnehmen. Und konkret sagen, ich mache ein Video, in dem ich drei Sets vorstelle. Das heißt, ein mittleres Set, ein leichtes Set und ein schweres Set. Kommt auf eure persönliche Lust drauf an. Habt ihr darauf Bock, dass ich drei verschiedene Sets reviewe und meine Meinung zu den diversen Sets sage oder euch sie einfach nur zeige, je nachdem. Denn es gibt so viele Sets, wo man einfach liest und denkt, ist das gut, ist das schlecht, keine Ahnung. Ich finde die Rubrik halt ganz cool, mir macht die halt auch selber viel Spaß, allerdings fällt das ganze Ding ja mit euch und steht mit euch. Das heißt, ihr müsst da eure Meinung einfach mal kundtun. Ansonsten, was bei mir nach wie vor immer noch ein Punkt ist, ist wirklich zu sagen, okay, ich hätte Bock, auch andere Spiele zu zeigen, zu spielen, zu machen, zu tun. Ich überlege, ob ich eine kleine Kanalrubrik dafür aufmache. Das ist noch in Planung. Allerdings ist das auch so ein Ding, ich weiß nicht, wie viel Interesse da ist, denn ich denke, die meisten gucken mich nicht wegen mir, sondern vielleicht keine Ahnung, 12%, sondern wirklich für den Content, den ich mache. In Bezug auf ESO, der Kanal ist ein ESO-Kanal, der Kanal steht wegen ESO, der Kanal ist ESO. Dementsprechend wird sich daran natürlich nichts verändern, aber es ist halt einfach nochmal ein Wunsch, der immer noch in mir ja, ruht, sage ich mal. Konkret auch nochmal was anderes zu machen. Ansonsten, mein wichtigster Punkt jetzt für dieses Video: Tut kund, was konkret ihr haben wollt. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was würde euch interessieren. Für Builds, für Sets, für Videos. Guides von Dungeons und Raids, was auch immer, mache ich persönlich nicht. Davon halte ich immer noch Abstand, denn es gibt genug geile englische Videos, die alles im Detail erklären. Einfach deutsche Übersetzung rein. Go for it. Dementsprechend persönliche Wahl oder persönliche Meinung zu den Guides, was Dungeons angeht. Ansonsten allgemeine Guides.
Ich überlege sogar, ob ich vielleicht einen Handwerk-Guide mache, abgesehen von Alchemisten, denn da bin ich einfach scheiße. Muss ich überlegen, wie gesagt, es würde mich halt interessieren, was sind eure Ideen, worauf hättet ihr Bock? Habt ihr Bock, wirklich mal wieder random Videos zu machen? Habt ihr Bock, mich in Live-Action zu sehen? Live-Let's Play von ESO? Habt ihr vielleicht wirklich Bock auf anderen Content oder habt ihr wirklich, ja, Lust auf die und die Bild-Spezifikation oder Themenbilder, sollen die zurückkommen, Theorie-Builds, was auch immer. Es würde mich einfach interessieren, da ich dann konkret wirklich jetzt vor so einem Punkt stehe, okay, was soll ich machen? Und wenn die Zeit es natürlich zulässt, werde ich dementsprechend darauf reagieren und das tun und kundtun. Das einfach zu diesem Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Wie gesagt, Hashtag Saft für die Leute, die jetzt immer noch dabei sind. Dann kriegt ihr ein Herzchen. Ich weiß, ihr seid VIP, ihr hört zu. Dementsprechend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht ein Let's Player, der sagt, hoho, eine neue Chemistenzutat. Jetzt muss ich 23 Minuten ein Video darüber machen. Das ist halt nicht mein Playstyle. Das kann man gern machen. Aber ich habe darauf halt nicht so viel Lust, wirklich nur diese kleinen Nimbits zu machen. Dafür gibt es ja andere Persönlichkeiten, die definitiv da konkreten Content für machen. Ja, ansonsten bedanke ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Brot mit Soße schmeckt sehr gut, denn wir lieben alle Brot.